Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und ich erzähle euch jetzt mal eine kleine Geschichte, die habe ich gestern auch schon Stil erzählt. Und zwar bin ich gestern um 17 Uhr in mein Zimmer gegangen, habe zu Sonny gesagt, ich bin kurz aufnehmen. Wisst ihr, wie lange ich hier saß, Leute? Bis 3 Uhr, Leute. Ich habe 40 GB Material aufgenommen. Ich habe mit Monte gezockt, ich habe mit Impact Jungs gezockt. Und das Ganze werde ich jetzt hier zusammenpacken, ein Best-of in diesem Video, Leute. Und apropos Best-of, Leute, gebt euch bitte mal... wie heftig diese Runde hier auf Tilted Towers angefangen hat. So viele. Blaue Bird, aber... Oh Gott, Leute, bei mir sind so viele, Digga. Gaps bei dir, oder? Hab einen geholt mit 15 HP. Nice. Es ist, Digga, ich lande gerade und er schießt mich, Digga. Selber, die ist noch einer. Ja. Ich hab mir den Shot gegeben, einen Shot. Ich komm aus der Hand durch. Hab ihn. Nice. Ja, Digga, ich bin gerade gelandet. Du lebst das denn, genau, du bist ja oben noch. Ja. Da kommt einer noch von L, kommt noch einer rüber. Da hinten werfen wir auch. Hab den einen von L. Ich komm zu dir, wo ist er? Ey, da kommt rein, hol ihn, er ist weak, easy kill, easy kill. Zwei kommen unten rein, Massi. Und die müssen sterben jetzt. Das ist ja der Standard-Skin. Warte mal. Mann, scheiße, Digga. Hab ihn, ey. Digga. Da kommt rein sowieso, Digga. Das ist no chance. Das ist so schlecht. Du fickst die, Marcel. Ich hab 7 Kills oder so. Komm, weiter. Ich hab keine Waffe mehr. Finish mit deiner Kiste. Chill mal kurz. Du lebst noch. Geh raus und schieß. Ich hab 10 Kills oder so, ich schwöre, Mann! Ey, das fuckt so ab, Mann, ohne Witz, Digga! Was war das für ein Anfang, Leute? Oh mein Gott, ey, wenn ich das so durchgezogen hätte, keine Ahnung, was das für eine Runde gewesen wäre. Jetzt gibt es erstmal eine Runde mit den Impact-Jungs und am Ende dann eine Runde mit Allotrix, Monte und Solution. Richtig, richtig geil, Leute, gebt euch das gesamte Video. Ist richtig cool geworden. Ich meine, klar, mit Allotrix, Monte und Solution, da bleiben manchmal nicht so viele Kills übrig. Aber die erste Runde ist richtig Premium, Leute. Viel Spaß damit. Lasst ein Like und ein kostenloses Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Checkt das Video von gestern ab und viel Spaß jetzt. Hahaha, wie ich ihm den One-Shot gegeben hab. Gaps, Digga, ja, gönn dir. Da hinten ist ein Gegner, Gaps, pass auf. Ey, ich brauche erstmal eine Waffe, bevor ich irgendwas tun kann. Hab da hinten auf dem Dach ein Ding ins gedown. Ja. Lord. Ich hab ihn mit. Ich hab Armbrust nur, Alter. Wir haben ihn damit zusammen so gefinisht. Ich hab eine weiße, ja, Junge. Ich hab schon 2 Kills, Jungs, komm, lass uns konzentrieren, bitte. Digga, ich wurde von irgendwo angeschossen. Ja, hier unten ist einer. Ich hab nichts, Gaps, ich hab nur einen Revolver. Digga, was ist los, Snax? Ich hab ihn zwar genatzt, aber sein Pfeil hat mich auch noch getroffen, weißt Jungs, du? Jungs, hier ist noch Blut. Hier sind zwei auf dem Dach, einen hab ich. Hier, der andere ist hier unten. Ab. Sauber, ist richtig gut, Digga. Schnell rein, ich hab so wenig Leben, ne? Unten gab's Bandagen. Unter mir wird gefightet und da liegt noch eine blaue AR. Neben mir ist auch ein Gegner. Unter mir ist ein Gegner. Eine blaue AR. Oh neben Gott, Alter, wie. Ich brauch seine Shotgun. Yalla. Okay. Hast du Shotgun-Munition, Snacks? Nee, ich hab gar keine Munition für keine Waffe. Ah, ist natürlich auch stabil. Ich kann euch eine blaue airdroppen, Marcel, ich glaube, du hast noch keine. Doch, ich hab eine graue. Digga, ich hab so nothing special loot, Digga. Ich hab nicht mal Munition. Marcel, komm. Komm, hier, lass mal nach nebenan anlaufen. Blaue AR. Ja. Soll ich jetzt wieder sitzt da in der Ecke. Hab ihn. Hat der Shotgun-Munier hier, warte, die muss ich aufhören. Einer ist oben auf dem Dach, Digga. Hier liegt jetzt die blaue AR. Ja, nochmal, ja, danke. Digga, ich hab einen niedergestreckt mit Impulsgranate, Digga. Bei mir läuft jemand rum. Ja, ich seh ihn. Hier unten. Der über mir? Wo ist der? Hier unten sind die, hier unten. Wow, Impulsgranaten-Play. Hab ihn knocked. Neben mir ist einer. Ich bin nicht bei dir, Digga. Doch, du bist bei mir. Aber du bist ein Loch. Aber er hat keine Waffe, Warte, er ist bei euch auf dem Dach, Wow. Wo ist der? Ich hab keine Waffe, wow. Digga. Ich muss echt mal nachladen. Ja, ich verpiss mich jetzt. Bandagen. Anderes so One-Shot, Digga. Den Astronauten schieße ich die ganze Zeit an von oben. Der baut sich jetzt ein. Ihr könnt ihn pushen. Ihr könnt ihn safe pushen. Der belebt ihn gleich, Gabs. Push. Push ihn.
Ja, er hat Shot, ich habe ihn knocked. Das heißt, nur einer fehlt oder so, gäb's. Ja, Jungs, wir haben eine super Grundlage, super Grundlage. Zone ist super, alles. Wir werden. Okay. Hier kriegt noch jemand, lol. Ha, wer hat dich denn zurückgelassen? Ups. Ah, das war ich. Den hab ich genutzt. Was war das? War das eine Slut mit diesem blauen Ding? Ja, genau. So, ich hab fünf. Was? Ich hab fünf Kills? Wo kommen die her? Ja, weil du gerade gut abgegangen bist. Ich hab das schon gesehen. Ich habe absolut hier Roboter-Modus angehabt. Das ist richtig gut, Digga. Oh, Digga, endlich. Es fühlt sich so gut an, Waffen zu haben. Oh, fuck, ne? Ich brauche echt noch von da. Ich gehe, glaube ich, mal in diesen Loot-Keller gucken. Wer weiß. Ja, das ist eine gute Idee. Ich höre Gegner hier. Loot-Keller. Oh, Achtung, komm rüber, komm rüber. Im Loot-Keller drin? Ja. Hier, warte. Der Typ hat absolut mit Josef Fritze gechillt. Hab ihn. Okay. Nur einer? Ja, nur einer. Der war auch sofort down. Der hat so rausgeguckt, ne? Und ich gebe ihm so 200 Teile in den Kopf. Er guckt so ganz langsam, ist ja um die Ecke gekommen. Ich liebe das. Also, das sind die schönsten Kills, die man machen kann. Vor allem, wenn die so ganz langsam um die Ecke kommen. Ja, wenn du weißt, der kann gar nichts mit seinem Standardskin und der Spitzhacke. Du weißt, der erste Schuss in Head trifft zu 1000%. Aber je besser der Gegner, desto weniger trifft man den ersten Schuss. Ja, ich liebe ist auch so. Macht wohl keinen Sinn, aber es ist halt so. Hier sind Schüsse in Greasy. Ja, das Ding ist, die haben uns niemals auf der Rechnung. Nee, haben die auch nicht. Da unten kämpfen die. Lass einfach nichts bauen, nicht schießen. Bis wir da sind. Eine Sache musste ich jetzt bauen, um Schaden. Okay, seht ihr, die checken das nicht. Ich werde beschossen, von hinten, 33 Leute. Ja, das war's dann ja wohl komplett. Einer knockt. Und jetzt ist komisch. Ja, ich werde jetzt auch von hinten wahrscheinlich sterben, Alter. Einer ist direkt vor uns. Nein, Digga! Ey, ich hab die nicht gehört. Ja. Mit seinem ekligen Concrafter-Skin, Alter. Naja, der kommt doch zu dir. Da ist noch einer gegenüber dort gewesen. Hinter dem Baum gegenüber. Hinter dem Baum. Was heißt gegenüber? Welche Himmelsrichtung? Direkt da! Genau so, Südosten. Baum. Und einer ist 75. Und immer hinter dir, Mann! Also Südosten. Direkt E. Und da, genau, warte, Nordosten 72, guck. 72? Nordosten 72, genau da ist einer. Und rechts ist noch einer. Hinter dem Baum. Hinter dem Baum. Da geradeaus ist noch einer. Schieß den Baum weg, weil der kriegt da hoch. Oder du beliebst mich erst kurz wieder? Nee, jetzt kannst du auf ihn schießen. Ja, nice. Sehr gut, Digga. Das war big, Digga. Das war richtig big. Chill mal. Die pushen uns gleich sofort von Greasy. Die wissen genau, was hier abgegangen ist. Direkt vor uns sind die, ne? Nicht in Greasy, sondern jetzt direkt vor uns. Einer ist hier. Okay. Ich hab kein einziges Material, ich kann nicht mehr. Ja, ich kann nichts machen. Gabs, du blockierst mich unnormal, Digga. Die haben nur gebaut, die Lutscher, Digga. Das war schlau von denen, Mann. Mann, Digga, ich hab schon 10 Kills, Mann. Es fuckt so heftig ab, Mann. Ohne Witz, ey. Lass mal Greasy oder so. Nicht nochmal Shift. Ja, das ist meine letzte Runde, Jungs. Hier lassen wir echt ein bisschen abgelegener gehen. Ja, dann lass Shifty. Komm, lass Shifty. Ehre, Bruder, Shifty. Ich muss irgendwas zu snacken reinhauen, Alter. Bin auch so down. Shifty, okay. Was zu essen, Mann. Ach. Anna wird einen Teufel tun, mir Essen vorbeizubringen. Ich kann mir was abholen, ja. Eventuell. Mach die Arbeit. Auf Notfall? Ja, Digga, ich sag mal so, guck mal. Anna ist wirklich gutes Vibe, so. Ich bin momentan so gut wie nie irgendwie verfügbar, so vom Gefühl, weil ich immer am Fortnite-Grinden bin und dann noch viel in der Firma zu tun habe. Und wenn ich sie jetzt noch anrufe und sage, bring was zu essen, wobei sie wird es schon machen, aber ich bin erwachsener Mann, ich kann mir auch selber um Essen kümmern. Aber sie, ich weiß, sie hat was Heftiges. Oh, ich würde sie schon gerne. Was hat sie? Wir haben Chili con Carne gestern gemacht. Oh, Digga. Das ist schon nice, Digga. Ist Kylo bei dir? Nee. Ich habe ihn doch mal, das ist so. Sonst hätte es gebratenen Hund gegeben. Ja, das meinte ich ja auch. Ich hätte fast gelacht, was er hätte gehabt. Oh, fast kannst... genauso witzig wie deine Hauptchannel-Videos. Ja, die sind zurzeit echt. Die sind. Digga, ich weiß gar nicht, was du meinst, weil ich bin schon im Aerotrix-Modus mittlerweile. Ich habe seit 3 Wochen nichts hochgeladen. Da kommst du auch nicht mit 3 Wochen aus, Digga. Bei mir kannst du 30 Monate machen. Naja, noch nicht ganz. Nee, 20 Monate sind es bald. Jetzt kannst du reinkommen, wahrscheinlich. Mein Kollege, Digga, hör mal zu, ne? Mein Kollege hat mir letztens eine Story erzählt, Digga. Ich hab's fast nicht gepackt. Er hat mir von seinem ersten Mal erzählt, ne? Danny, hast du den noch auf Tasche? Hau ihn mal hin, bitte. Ja. Hör mal zu, Jungs. Ich mach Auge. Er hat bei seiner ersten Freundin, bei seinem ersten Sex, den er hatte, ohne es zu merken, seiner Freundin in den Arsch gebumst. Lol. Und dann hat er mir so erzählt, Digga, ich bin gestorben vor Lachen. Dann sagt er so, er hat mit ihr geschlafen,
und sagst so zu ihr, ja, ich bin ein bisschen verunsichert, weil wegen Verhütung und so. Und dann sagt sie, das ist doch kein Problem, du bist doch hinten drin. Er ist einfach hier, ich kann nicht. Und er ist auch entspannt, oder was? Ja. Und er wusste das nicht. Er wusste es einfach nicht. Danny, komm mal her hier. Schüsse hier vorne. Unten bei der Brücke. Ich hab da einen Kill gemacht. Ich schon Erfahrung gehabt haben, dass sie es einfach so wegstecken konnte. Nee, Digga, der tat es anscheinend nicht weh. Wollen wir es mal so sagen, Digga. Also, wenn er dir das erzählt, ist viel geiler, Digga. Wie kann man so falsch landen mit seinem Dödel? Digga! Wer kann von sich behaupten, und ich weiß ja, die ganzen kleinen Jungfrauen, die hier Subscriber sind, schreiben gleich, ich, nee, Spaß. aber wer kann von sich behaupten, beim ersten Mal außersehen einen auf Rosettenkratzer gemacht zu haben, ne? Er wusste nicht, dass er hinten drin steckt. Nee, Digga, wusste er nicht. Er hat unbewusst einfach gestopft und sie hat nichts gesagt und war hinten drin, Digga. Oh ja, ey Jungs, gegenüber da, direkt auf der großen Brücke da. 30, da ist auch übelst. Alter, ja, ich seh's. Lass die abschießen da! Ja, die werden schon runtergeschossen, ja, perfekt. Das war's komplett. Er fällt so runter. Hey, habt ihr Jumppad genommen, ihr Fotzen? Ja. Hab noch einen, der ist sofort eliminiert. Ehrenbruder Skadi, wo ist der? Ja, das waren die. So, korrekt. Wie wär's denn, wenn ich den Kill krieg, weil ich ihn runtergeschossen hab, also die Skar krieg? Der hab ich nicht aufgenommen, liegt da noch, der. Ja. Wahrscheinlich liegt dieser noch, oder? Also, Job am Monte. Ich hatte was mit einer, ne? Die war ein bisschen älter, so ungefähr ein, zwei Jährchen älter wie ich, und die hatte schon ein Kind, und die Papa war trotzdem noch schön eng, also könnte man sagen, war eine Milf. So, und die hat halt auch nicht die Pille genommen, aber wie es halt so ist als Mann, man quengelt und nervt, und dann habe ich immer reingehalten ohne Gummi, aber ich habe mich unter Kontrolle, immer rausgezogen und so, ihr wisst Bescheid. Das bringt's so auch wahrscheinlich. Das würde ich sagen, ja, gutes Vorbild, Digga. Perfekt. Nein, das ist nicht gut, Livestream immer verhüten. Aber es geht, wenn man an den Tag noch nicht gekommen ist, dann ist im Lusttropfen kein Sperma. In der Theorie. So. Und dann habe ich bei ihr als erstes in Po dürfen, ne? Dann habe ich immer Neidunkt. Und die hat das auch ganz gut weggesteckt, dafür, dass es noch nie gemacht hat. So. Und die war halt echt mega eng. Dafür, dass sie schon einen Bengel rausgedrückt hat, ne? Also Props dafür. Kuss geht raus. So. Und dann habe ich sie schön eingeseift mit Gleitgel, wollten hinten Neidunken. Mach doch jetzt nicht so Detail, Digga, hau raus jetzt. Wollte ich hinten Neidunken. Und ich dachte auch, ich bin hinten drinne. Aber sie war so eng, dass ich halt nicht wirklich einen Unterschied gemerkt habe, war in ihrer Pussy. Gegner vor uns auf 120 an der Tankstelle. Und dann habe ich voll das Kanickel gemacht. Bin gekommen. Und sie sagt so, bist du gekommen? Ich so, ja. In mir drin. Och ja, hier in der Ska. Ich so, ja, ist doch kein Problem, oder? Die so, du Idiot, das war in meiner Pussy. Ja, dann mussten wir Apotheke gehen, Pille danach holen. Ja, das war die Story, Digga. Die laufen da hinten, Jungs, SO, ja, ja. Auf dem Hügel, die hüpfen da rum. Ist ja absolut gar nichts, Jungs. Wo? Kommt hinter dem Baum, ich sehe sie, ja, ja. Noch nicht schießen. Ich schieße. Das kommt. Hab ich gehittet, 55 Hits. Ja, er hat schon weiße Hits. Ich schieße. Noch nicht schießen und er schießt sofort, Digga. Ja, das ist halt wieder Danny. Kuss. Das ist eine Präzise-Sache, Jungs, ich kenne dich. Oh, hey, auch hier auch in einem Baum, ja, moin. Warum connecten da wieder die Schüsse nicht? War doch drauf auf dem Kopf. Oh, meine Schüsse connecten, weil ich scheiße bin. Ja, das war's wieder komplett. Alter, du bist Sau. Oh, Alter, hab sie. What? Gegner unter uns! Ja, der wo ist die Ska? Ultra weak! Keiner Wichser, Digga. Schießt mich an, während ich die Ska. Ich brauch Schrotflinten-Muni. Hat irgendjemand noch Schrotflinten-Muni? Ich hab, komm her, Digga, komm her. Ich wollte gerade wieder zum Loot-Talk gehen. Habt ihr noch Minis oder so? Nope, nee. Bro. Oh, hinter uns, in O. Der Loot! Anders der Loot, Freunde, ich schwöre es euch bei Gott. Ist der krank? Der ist hinter uns auf dem Hill, Jungs. Ja. Haben wir Jump-Pad? Nicht, nee. Der ist oben auf Top Position. Mhm. Hier ist legit kein Jump-In, ne? Schießt einfach alle auf ihn, der ist dann tot. Marcel ist schon bei ihm. Hello again. Nein! Nice, Digga, kappa. Jungs, gechillt. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt das Video von gestern ab. Und damit würde ich sagen, ich bin raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.